Herzlich willkommen, mein Name ist Herwig Jamek, ich bin Winzer in Joching in der Wachau und freue mich sehr, unseren Betrieb und den neuen Jahrgang 2014 vorstellen zu dürfen. Das Weingut Jamek wurde im Jahr 1912 gegründet. Der Vater von Josef Jamek hat es damals gekauft und hat gemeinsam mit seiner Familie begonnen, das damalige Hotel Wachau mit einem kleinen Gasthaus darin zu bewirtschaften. Dieses Hotel hat so quasi alles selbst produziert, was es gebraucht hat. Ja, es hat eine eigene Viehwirtschaft gegeben, es hat einen Kräutergarten gegeben, es wurden Erdäpfel angebaut und es wurde Wein angebaut. Ich bin Anästhesist und Notfallmediziner. Habe nach meinem Medizinstudium, als ich ins Weingut eingestiegen bin, aber die theoretischen Inhalte der Weinproduktion nachgelernt. Der Jahrgang 2014 ist mittlerweile abgefüllt. Der Jahrgang hat uns einiges an Aufwand abverlangt. Das viele Wasser war die Schwierigkeit. Es hat geregnet und geregnet. Wir haben Blätter entfernt, die Trauben berühren, um so Feuchtigkeit wegzubringen von den Trauben. Wir haben Trauben halbiert und gedrittelt, damit man eben den Stock nicht mit übermäßigem Traubenbehang zu sehr belastet. Weil wir in der Wachau ja Qualitätswein produzieren, und zwar hochqualitativen Wein. Und dieser hochqualitative Wein kann hier in der Wachau nur wachsen, wenn das Verhältnis zwischen Blatt und Traube ein ausgewogenes ist. Wir hatten einen ganz großen Ausreißer, und dieser Ausreißer war der gelbe Muscatella, eine Rebsorte, die dafür bekannt ist, dass sie sehr große Beeren hat, und diese Beeren berühren sich sehr früh. Und immer dann, wenn sich Beeren berühren, kann die Feuchtigkeit zwischen den Beeren nicht mehr entweichen. Ja. Fäulnis ist es an dieser Stelle dann möglich. Wir haben den gelben Muscatella dann beerenweise geerntet. Der gelbe Muscatella ist somit, kann man sagen, handgeschnitzt. Es ist heute ein Regentag in der Wachau. Wir freuen uns aber sehr darüber. Die Reben freuen sich über jede Starthilfe, die sie vor dem Austrieb bekommen können. Wir brauchen Feuchtigkeit, die Reben brauchen Feuchtigkeit, damit der nächste Jahrgang wieder ein exzellenter werden kann, wie es der letzte war. Wir sind jetzt in unserer Riedachleiten. Das ist eine der bekanntesten Natursteinterrassenanlagen hier in Weißenkirch in der Wachau. Im Hintergrund sehen wir das Stift Göttweig und den blauen Turm von Dürnstein. Wir mauern hier die Natursteinmauern seit dem Jahr 1998 neu auf. Diese Steine kommen aus dem Berg. Die Mauer ist an der Basis unten etwa 80 cm breit. Man versucht immer längliche Steine zu verwenden, und nach dem Backsteinprinzip legt man dann einen breiten Stein auch wieder drüber. Die Zwischenräume werden bei einer Natursteinmauer mit diesen kleinen Steinen hier ausgefüllt. Die sind hineingezwängt und geben der Mauer zusätzlich Halt. Wir sehen hier jetzt den typischen Boden in der Urgesteinsterrassenanlage. Man sieht eine dünne Humusschicht und darunter gleich das Gestein. Das Gestein ist der typische Gföhler Gneis, der hier vorkommt. Das ist ein bröseliges Gestein, den kann man brechen. Die Aromastoffe, die Mineralik, die sich in unseren Weinen wiederfindet, erhält der Wein aus diesem Gestein. Also die Paraderebsorten in der Wachau sind generell Riesling und Grüner Veltliner. Wir verwenden die Bezeichnung Steinfeder für unsere Leichtweine. Die zweite Kategorie, die wir verwenden in der Wachau, ist Federspiel. Diese Weine sind wunderbare Speisenbegleiter, die zu jedem Essen dazu passen. Und die höchste Kategorie der Weine in der Wachau ist eben Smaragd. Smaragd wird für hochkarätige Weine verwendet, die eine dichte und voluminöse Struktur aufweisen und sich dadurch auszeichnen. Die Weine, die wir präsentieren, sind unser Mariengarten Steinfeder. Das ist ein sehr leichter, fruchtiger Wein. Der zweite Wein, Chardonnay. Ein Chardonnay ist ein seltener Wein in der Wachau. Wir bauen ihn fruchtig an. Er zeigt typische Apfelnoten. Jochinger Riesling ist ein Riesling aus unseren Terrassengärten hier in Joching. Dieser Wein ist ebenfalls fruchtig, elegant, etwas säurebetonter als die anderen Weine und ein wunderbarer Speisenbegleiter. Liebenberg Smaragd Grüner Veltliner ist ein Wein aus unserer Terrassenanlage Liebenberg. Er ist fruchtig, würzig und zeichnet sich durch seine hervorragende mineralische Note aus. Wir sind jetzt hier in unserem Weinkeller. Das sind Eichenfässer, das sind alte, große Eichenfässer. In diesen Fässern lassen wir unsere Weine reifen nach der Gärung. Sie bauen hier auf natürlichem Weg ihre Weinsäure ab, und dadurch erhalten die Weine ihren eleganten, geschmeidigen Charakter. Unser Betrieb
führt auch seit vielen Jahren ein Restaurant, das seit beinahe 30 Jahren mit einer Haube von Gourmillot ausgezeichnet ist. Hier können Sie nicht nur unsere Weine glasweise verkosten, Sie können auch typische regionale Spezialitäten dazu passend zu unseren Weinen essen. Typische Beispiele dafür wären Hechtnockerl, Topfenhaluschka und Welsgröstl. Alles Spezialitäten unserer Großmutter Edeltraud Jamek. Also verkosten wir unseren Vierplattl. Habt ihr Lust dazu? Der gelungene Wein ist blitzsauber, fruchtig, ausgewogen, balanciert. Und jeder Schluck muss Freude machen auf den nächsten Schluck.